Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen in die Look Fantastic Beauty Chest reingucken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich drehe dieses Video noch bevor diese Box überhaupt im Online-Shop verfügbar sein wird. Ich setze euch dazu einen Link in die Infobox, schaut super gerne dort einfach mal rein und da ist auch immer ziemlich viel weitere Informationen für euch, wenn ihr möchtet. Und mit dem Code Claudi die Welt können die darauf sparen. Erfahrungsgemäß ist das immer so, dass wir hier eine Box haben, die so um 100 Euro kostet und einen richtig krassen Warenwert haben wird. Mit meinem Code könnt ihr, wie gesagt, ordentlich sparen und jedes Jahr so Richtung Weihnachten, so Oktober, November schon, kommt diese Beauty Chest raus und die ist auch super schnell ausverkauft, weil die sehr beliebt ist. Du hast hier wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk, ne? Und ich habe sie jetzt zugeschickt bekommen von Look Fantastic, um sie euch vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Look Fantastic Beauty Box Team. Und dann schauen wir mal, was die Box so kann. Die ist eigentlich so eine optimale Ergänzung zu dem Adventskalender zum Beispiel. Ist auch im selben Design. Also theoretisch könnte man sich den Adventskalender holen und dann als Add-on, wahrscheinlich die Beauty Chest, so ist es ja eigentlich gedacht. Und dann kann man hier einmal die Klappe aufmachen, kannst du auch super weiterverwenden. Und da hat man in der ersten Etage ein paar Produkte. Und dann hat man hier unten auch noch eine Schublade und hat noch mehr Produkte. Also es geht halt schon sehr, sehr ab und man kann das 1A weiterverwenden. Und das finde ich einfach auch so cool gemacht, ne? Okay, also wir schauen jetzt erstmal oben rein, was es hier so gibt. Erstmal haben wir hier so einen Flyer, also dass man hier so ein bisschen auch Informationen zu dieser Beauty Chest bekommt. Genau, und wir werfen jetzt einfach mal direkt hier den Blick rein. Die stand jetzt eben draußen, als wir nicht da waren, hatte Hermes die nämlich an einem Ablageort abgestellt und deswegen ist alles ein bisschen durcheinander. Okay, also Elemis Pro und kalt vor allem, ne? Pro Collagen Vitality Eye Cream. Das ist eine Augencreme mit 15 Millilitern. Elemis ist eine sehr, sehr hochpreisige Marine Kosmetikmarke und ich bin froh, dass wir das hier drin finden, muss ich sagen. Kommt aus England. Eine gute Marke, wirklich. Ne? Das kann ich euch auch einfach empfehlen, euch die Produkte dann zu Gemüte führen. Eisekalt, ne? Und Kollagen ist natürlich auch richtig schön für die Haut, ne? Dass da einfach nochmal von außen das nachgeführt wird, was die Haut sowieso dann ja selber abbaut. Und ich glaube, ab 21 oder so fängt die Haut an, das Kollagen in der Haut abzubauen, ja, und deswegen eine Augencreme ist auf jeden Fall hier sehr gut aufgehoben. Dann haben wir hier von Murad etwas mit drin und Murad ist tatsächlich auch eine sehr hochpreisige Marke. Ich muss das hier mal ein bisschen sauber machen. Yay! Okay, das ist Retinol Youth Renewal Eye Masks. Okay, das sind Augenpatches. Das finde ich auch toll. Also ich mag Augenpatches, ne? Und die kalte Jahreszeit ist jetzt auch so die Zeit für Retinol. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Also da hast du auch so einen leichten Peeling-Effekt. Deswegen würde ich das eher abends anwenden. Und ja, das wird dann so ein bisschen die Haut glätten, aufplampen und einen Verjüngungseffekt geben, optisch gesehen. Dann habe ich hier von Neom etwas drin und das ist das, was hier auch so riecht. Real Luxury Scented Candle mit Lavendel, Jasmin und brasilianischem Rosenholz. 75 Milliliter haben wir hier mit am Start und es ist tatsächlich auch ein ganz tolles Produkt für Adventskalender, aber auch für Weihnachtsgeschenke, dass man einfach eine Kerze mit dabei macht. Ich finde es schön und deswegen feiere ich das gerade sehr, dass wir die hier auch drin finden dürfen. Ne? So schaut die einmal aus und die riecht intensiv. Also wirklich sehr, sehr intensiv. Ich mag alles davon. Also das ist wirklich meine Duftrichtung. Und wenn sie jetzt im eisekalten Zustand schon so intensiv riecht, dann wird die uns auch die ganze Bude damit schön parfümieren. Genau, eine wundervolle Duftkerze. Das finde ich toll. Und Neom hat wirklich auch sehr intensive Düfte. Ne? Dann habe ich hier eine Full Size, glaube ich, von dem Quad Eyeshadow. Oh, ich dachte erst, es wäre ein... oh nein, oder ist es... Ich hoffe nicht, dass es ausgelaufen oder aufgebrochen ist. Das ist ein Quad Eyeshadow. Ich hatte nämlich erst gedacht, das wäre der Orgasm, also der Blush, weil hier Orgasm außen drauf steht. Aber das scheint einfach das Quattro in der Farbe Orgasm zu sein. Das finde ich jetzt ja super. Mensch, schauen wir mal. Ach, das ist echt hübsch. Du hast hier einen matten Ton drin und drei Schimmertöne und damit kann man wirklich einen schönen Look schminken. Einen zurückhaltenden, eher natürlichen Look, ne? Aber mit richtig Krawemm Schimmer. Das finde ich toll, mag ich. Also das kann ich euch auch einfach mal swatchen, dass wir uns das mal angucken.
Macht ja auf jeden Fall Sinn, ne? Das ist einmal hier die Palette. Also sehr, sehr zurückhaltend. Und dann auch sehr, sehr gefällig, denke ich mal. Dass viele auch sagen werden, Mensch, wie cool ist das denn? Haben wir hier ein Lidschattenquattro drin, was man dann auch wirklich verwenden möchte. Also sehr, sehr zurückhaltend. Sehr, sehr zurückhaltend. Ne? Ihr kennt das, ich bin normalerweise eher so Team Paradiesvogel, ne? Und finde das aber schön. Also ich habe heute auch eine etwas zurückhaltende Natasha Denona Mini Starlet Palette drauf, weil ich tatsächlich eben auch ein Schminki mit Neuheiten gemacht habe, wo auch einiges von Look Fantastic mit dabei war. Aber dieses Quattro finde ich richtig toll. Sonst bin ich ja nicht so ein Fan von Quattros oder so, ne? Wenn, ja, ist mir direkt schon die Sachen entsorgen. Wenn wir das drin haben, das feiere ich. Hier habe ich jetzt von Elizabeth Arden die 8 Hour Cream drin. Das ist ein Hand Treatment mit 30 ml. Und das ist so super. Also in der kalten Jahreszeit können wir immer gut eine Handcreme gebrauchen. Elizabeth Arden ist auch eine hochpreisige Marke und dann macht es Sinn, sowas in einem so schön hochwertigen Weihnachtsgeschenk zu finden. Dann habe ich hier von Rodial Pink Diamond Instant Lifting Serum. Ach, du ahnst es nicht. Lift and Illuminate Diamond Powder 30 ml. Das wird also Kravum preismäßig gerade richtig eskalieren hier oben in der Ecke, glaube ich. Oder hier oben in der Ecke? Ist ja mal gespiegelt, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von mir selbst. Läuft. Auf jeden Fall haben wir hier eine Originalgröße von diesem Serum drin und das finde ich heftig. Also richtig, richtig geil. Vor allem, wenn ich bedenke, um 100 Euro kostet die Kiste, ne? Und ich glaube, allein dieses Ding kostet auch schon so. Ja. Das geht schon mal ab, würde ich sagen. Krass. Ich habe hier nämlich auch noch mehr drin. Also ich bin ja noch immer noch bei der oberen Etage. Ne? Hier habe ich von Natasha Denona Bloom Highlighting Blush drin. Und das wird die Farbe Bloom sein, denke ich mal, oder? Weil das steht hier oben drauf. Genau. Also quasi ein Schimmerblush. Mag nicht jeder, muss ich sagen. Ich habe heute einen drauf. Doch, der hat ein bisschen Schimmer mit drin. Und habe ich, oh lala, das ist krass. Das ist richtig krass. Habe ich sowas schon von Natasha? Das weiß ich gerade nicht. Muss ich mal eben kurz gucken. Tatsächlich nicht. Und deswegen würde ich den jetzt auch gerne einfach mal direkt im Gesicht auch ausprobieren. Also geswatcht sehen wir hier ein sehr intensives Orangetönchen. Ne? Das ist schon, hat schon Kapitjes dahinter. Okay, ist aber doch relativ zurückhaltend auf dem Handrücken, aber der Schimmer ist intensiv. Okay, ich dippe jetzt hier mal mit dem Pinsel so ein bisschen rein. Trage den mal hier so auf. Oh, der ist schön. Intensiv, definitiv. Das war ein Reim. Das muss auch mal sein. Oh. Okay. Ich meine, die Farbe ist ja im Fännchen auch schon sehr, sehr intensiv, ne? Aber auf den Lippen vor allem, auf den Wangen kommt die nochmal richtig raus. Auch wegen dem Schimmer und so, ne? Mag ich. Weil das halt auch nicht so ein grober, unangenehmer Schimmer ist. Das ist schon schön, doch. So, die letzten beiden Produkte aus der oberen Etage sind von Living Proof, jeweils 30 ml von dem Full Shampoo und dem Full Conditioner. Und das finde ich auch praktisch. Also da haben wir hier wirklich eine gute Bandbreite schon in der oberen Etage. Dadurch, dass wir ja was fürs Gesicht haben. Wir haben auch dekorative Kosmetik. Wir haben was für die Haare mit dabei. Eine Kerze, eine Handcreme. Also schon sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Dann reisen wir mal eine Etage tiefer und die ist nicht weniger krass gefüllt. Ich kann es nicht anders sagen. Das Ganze startet hier mit einer Mascara und die ist von Sweet. Die hatte ich ja letztens noch bei mir auf dem Tisch liegen. Das ist jetzt hier mit so Wolken außenrum zu. Da kann ich euch die ich offen habe, mal zeigen vom Bürstchen her. Ist so ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig zusammengeht, ne? Also die gibt halt Länge und Definition und man kommt da sehr, sehr gut auch in den Augeninnenwinkel mit rein, beziehungsweise an die Wimpernhärchen, die halt hier nach innen hin sich befinden. Dann haben wir hier ein Produkt drin von Olaplex und zwar
ist es das Nummer 8 Bond Intense Moisture Mask Produkt, 100 ml, und ich weiß, dass ziemlich viele auch auf Olaplex Produkte stehen und deswegen ja, finde ich das auch ganz cool, dass wir das hier drin finden. Ich bin nicht so der Olaplex Fan, deswegen werde ich es jetzt so für mich persönlich nicht verwenden und ja, dann genau, da bin ich halt eher so ein Fan von hier Medicaid, Clarity Peptides, ein 10% Niacinamid Peptidserum, 30 ml haben wir hier drin, und Niacinamide sind dafür da, damit halt die Haut auch ein bisschen ausgeglichener wird und alles etwas mehr flawless aussieht. Du hältst damit so ein bisschen Pigmentflecken auf und deswegen, also mag ich sehr, sehr gerne, und Medicaid ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, deswegen schön, dass wir das hier in dieser Box auch finden dürfen. Dann haben wir auch passend für die kalte Jahreszeit AHA mit dabei, und zwar von Ren Clean Skincare, ein Glycol-Lactic Radiance Renewal Mask with AHA. Also du hast hier Glykolsäure und Milchsäure mit dabei und das gibt dann halt Erneuerung und Strahlkraft und soll wie eine Maske verwendet werden. 50 ml haben wir hier drin enthalten und ich mag das so, so gerne und werde auch AHA verwenden, sobald ich ja, nicht mehr die Nachwehen von dem Facial quasi habe. Ich hatte eine Ausreinigung und da muss man dann immer so eine Woche ein bisschen aufpassen. Und genau, deswegen freue ich mich da tatsächlich schon sehr drauf, das verwenden zu können. Ist einfach in so einem Pumper und dadurch kannst du dann halt wirklich nochmal so eine kleine Verjüngung in deine Haut geben, ein bisschen Slow Aging. Also ich stehe drauf. Ich mag gerne diese Säuregeschichten. Wow, Espa haben wir hier auch noch mit dabei. Optimal Skin Rejuvenating Night Booster, Overnight Recovery Booster for Radiant Skin. Sehr, sehr nice. Das wird so ein Öl sein, denke ich mal. Active Nutrients, also aktive Inhaltsstoffe, 30 ml haben wir hier mit dabei. Also da reden wir auch wieder von Wirkstoffkosmetik, also dass du hier auch krasse Inhaltsstoffe mit drin haben wirst. Aber was genau hier drin sein soll, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Do not eat steht ja auch drauf, sehr interessant. Ein reichhaltiger Booster steht hier, okay. Also soll das, ist das dann wahrscheinlich eher so ein Pflege... Ja, ein Öl, ein Pflegeöl, dass du da deinem Gesicht halt wieder etwas mehr was zu essen gibst, ist auch irgendwie komisch formuliert. Nein, einfach was Reichhaltiges, dass das Gesicht genährt wird, ja. Warum hört sich alles, was man aufs Gesicht gibt, auch oft an, als würde man das Gesicht füttern? Okay, dann gibt es noch was, damit man sich ordentlich duschen kann und dann auch zwischen den Tagen oder zu Weihnachten gut duften kann, von Molton Brown, ein Orange und Bergamotten Duschgel und... hier haben wir 100 ml drin enthalten. Das ist auf jeden Fall eine gute Größe. Und Orange und Bergamotte ist auch so ein Duft, der meiner Meinung nach auch sehr gut in diese festliche Zeit reinpasst. Ne? Und es ist auch Unisex, nur mal so zur Info. Dann haben wir hier ein Produkt, womit ich damals, als ich mir das selber gekauft hatte, gar nicht so gut zurechtgekommen bin. Anastasia Beverly Hills, das Brow Freeze ist das mit 8 Gramm. Auch das dürfte eine Full Size sein. Das ist so ein Styling Wax für deine Augenbrauen, was man im Prinzip aufträgt, bevor du auch Foundation und so verwendest. Deswegen, es hat halt nicht so ganz in meine Routine reingepasst, aber ich weiß, dass viele, viele andere Creator und Creatorinnen das verwenden und das auch großartig finden. Genau, bei mir ist es halt einfach so, dass es nicht in meiner generellen Routine so drin ist. Es ist halt so, dass du mit dem Spoolie reingehst und dann kämmst du das so richtig schön in deine Augenbrauenhärchen rein. Wahrscheinlich kommt es auch daher, dass meine Augenbrauen einfach nicht so hüllig sind, ne? Dass ich das halt nicht so gut verwenden kann. Aber ich finde es gut, dass es hier drin ist, weil das ist ein Produkt, was jetzt nicht irgendwie farbgebunden ist oder so. Das heißt, theoretisch kann jeder, der Augenbrauen hat, dieses Produkt verwenden. Dann habe ich hier eine Aromatherapy Associates London Geschichte Rollerball Energize and Awaken Revive Morning 10 ml. Könnte das sein, dass das so eine Art Parfum dann sein wird? Das weiß ich jetzt nicht. Also ein Roller, der mich aufwecken soll. Bin ich ja mal gespannt. Ja, das hat halt so sehr ätherische Düfte, würde ich jetzt mal dazu sagen. Das ist nicht so ganz meins. Ich persönlich würde davon jetzt nicht so wach werden. Nee, also nicht so meins, aber das muss ja auch nicht meins sein. So, jetzt habe ich hier, ich glaube, das letzte Produkt drin. Genau. Und hier haben wir noch eine Augencreme drin von Shiseido Beneficence Wrinkle Smoothing Eye Cream mit ganzen 3 ml. Das ist nicht viel, aber das ist ein sehr hochpreisiges Produkt. Antifalten und Plumping mit der Renutra Red. Nee, Renura Red Technology. Okay. Ja,
eine Augencreme. Kann man auf jeden Fall dann einfach mal austesten. Aber wir haben ja auch noch von Elemis die 15 ml mit dabei. Ne? Das heißt, das ist dann alles vollkommen in Ordnung. Dann hat man hier einfach die Möglichkeit zu schauen, ob einem das gefällt. Deswegen, also wenn dann halt von so hochpreisigen Marken so kleine Geschichten drin sind, beschwere ich mich jetzt nicht, wenn man da einfach dann die Möglichkeit hat, sich an solche hochpreisigen Sachen ranzutesten, weil da holst du dir relativ selten eine Full-Size von, um einfach mal zu gucken, ob das was ist. Ne? So, wir haben jetzt hier einmal den Inhalt auf dem Tisch stehen. Ich denke, dass Look Fantastic diese Beauty-Chest, ich habe es euch ja auch eingeblendet, für, ich sag mal, 120 Euro anbieten wird. Mal gucken. Und dass ihr da vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, ein 10er oder 20 Euro drauf sparen können mit meinem Code. Und ich glaube, dass die Produkte einen Wert von 450, 500 Euro haben. Also jetzt so aus dem Bauch geschossen. Das ist für mich jetzt nämlich sehr, sehr spannend, denn ich weiß es zu dem Zeitpunkt des Drehs noch nicht und bin einfach gespannt, was Zukunftsclaudi jetzt hier so reinschreiben wird, während sie das Video so schneidet. Ne? ja, es sind super krasse Produkte hier drin. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk oder halt auch, wie auch immer man das halt so handhaben möchte, aber ich finde einfach, dass diese Beauty Chest zu Recht so beliebt ist. Und ich habe schon von vielen von euch auch die Bilder zugeschickt bekommen aus den anderen Ländern zum Beispiel. So, hey, guck mal, dort und dort sind schon Bilder gepostet worden. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da Bock drauf habt. Dann schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die mal reingesetzt. Denn der Inhalt ist schon cool. Ne? Das ist so eine Art Mini-Adventskalender. Wie viele Produkte? 18 Produkte sind das, ne? Das ist schon mehr als so ein 12-Tage-Adventskalender, den man dann ja so zwischen den Tagen verwendet. Also ich finde, dass die geil ist. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.